Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu GTA 3. Die Krankenwagenmissionen haben mir im letzten Part ziemlich alle Nerven geraubt, die ich habe. Und das wird wahrscheinlich auch leider nicht besser. Wir müssen es aber hinkriegen, wir müssen es vor allem jetzt hinkriegen, weil ansonsten wird es nicht mehr möglich sein. Man hätte es erledigen müssen in Portland ganz am Anfang des Spiels, als einen noch keiner gehasst hat. Aber finde ich einfach zu schwierig von der Zeit her. Ich werde es hier in Staten Island machen. Und jetzt passt mal auf, wenn ich hier die Seiten wechsle, was passieren wird. Hup, fertig. Kann sich noch jemand erinnern, die guten alten PlayStation-Zeiten, wie lange es gedauert hat, bis man da der nächste Bildschirm kam. Hier, zack, heute hast du ein SSD, machst du und fertig. Ja, so einfach ist es. Denn wir müssen jetzt alles hier in Portland zu 100% erledigen. Alles. Jetzt. Weil wir spätestens in 4 Parts nie wieder nach Portland dürfen. Wir können's, aber wir werden sofort erschossen. Und deswegen müssen wir jetzt alles zu 100% abschließen. Ich gebe jetzt noch den Security Car ab. So, zeige euch selbstverständlich auf der Liste, dass auch der Bus sowie auch der, was hatte ich noch geparkt? Ah, der Trashmaster weg sind. Nur noch Blister Mule, Pony Dodo, Light Runner und Mr. Whoopi. Also da tut sich schon einiges. Ja, wäre auch sinnvoll eigentlich, wenn man die zuerst macht, aber hier ist es nicht ganz so schlimm. Also hier kannst du schon noch hin zu den Docks, ist es nicht so wild. Aber du solltest nicht mehr ins in die Innenstadt. Das ist der pure Tod. Ja, der pure Tod ist im Übrigen auch, wenn das Spiel abstürzt und du alles nochmal machen darfst. Yay, danke dafür. So, ihr seht, hier gibt es... nein, ich wollte eigentlich noch ganz woanders hin. Nämlich Mr. Chunk müsste noch eine Mission für uns haben. Und die will ich nämlich noch abschließen. Das heißt, wir werden dem guten Mann hier nochmal einen Besuch abstatten. Klingelt's oder klingelt's nicht? Es klingelt nicht. Das ist jetzt die Frage, was passiert jetzt? Es klingelt nämlich nicht. Keine Ahnung warum. Jetzt müssten wir die Chance haben, boah, durch Chinatown zu fahren, ne, dumm. Irgendwo gibt es nämlich jetzt doch, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die war, gibt es nämlich noch die U-Bahn. Da, ne, wo waren die? Ach, der war weiter oben. Ah ja, hier, okay, alles klar, hier rechts. Nämlich bei der U-Bahn. Ne, hier war die nicht. Käse. Also dann noch weiter hier drüben. Scheiße, wo war denn jetzt diese dämliche U-Bahn? War doch bei den beiden Hauptstraßen. Oder etwa noch. Oder weiter doch weiter da drüber. Da drüben. Jetzt weiß ich es nämlich gerade gar nicht. So weit drüben war die doch nicht, oder? Nee. Hier ist die unmöglich. Nee. Hier gibt es aber noch ein Telefonatgespräch, was mich ein bisschen verwirrt, warum mir das angezeigt wird. Ist das El Burro? Aber warum? Warum wird mir El Burro angezeigt? Dem seine Mission habe ich doch abgeschlossen. Ha, warum wird mir das angezeigt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum mir die Mission jetzt hier angezeigt wird. Ich mach's jetzt mal lieber und dann würde mich interessieren, ob die dann immer noch dasteht. Weil wenn ja, dann kann es mir egal sein. Wenn aber nicht, dann weiß ich auch nicht, was es zu bedeuten hat. So, ich brauche einen schnellen Wagen. Dann werde ich mir den... Oh ja, doch. Na klar. Dann hole ich mir einfach den besten Wagen überhaupt. Den Banshee, meine geliebte Viper. Schneller geht's gar nicht. Hier in einem schönen Weinrot. Also mit dem Wagen sollte man rein theoretisch keine Probleme haben. Einziger Nachteil an dem Wagen, der geht schnell kaputt. Also darf ich jetzt auch nicht wie eine gesenkte Sau fahren. Wollte eigentlich wieder mit dem Mafia fahren, aber...
Ich muss hier nämlich jetzt alles erledigen, weil noch, es ist schon nicht unbedingt der beste Zeitpunkt. Aber noch kann ich im Mafia-Gebiet rumfahren, ohne dass ich sofort drauf gehe. Ich frage mich echt, warum mir die Mission angezeigt wurde, das verstehe ich nicht so ganz. Ich kann den anrahmen und dann geht's los. Bam. Schaut mal, ich bin so ein kleiner Trickser. Das war jetzt schon ein bisschen gemein, gell? Einfach angefahren und ab nach Hause. Aber es funktioniert. So kann man wenigstens ein klitzekleines bisschen tricksen. Ich weiß nicht, ob man die, ob es funktionieren würde, wenn man die komplett kaputt macht. Das weiß ich nur, dass es bei Vice City geht. Ich fahre das Rennen jetzt einfach nochmal. Soll ich sogar recht schnell erledigen können mit dem Auto. Außer natürlich die Triaden zu schießen mit denen. Oder ich fahre ihn einfach mal schnell zu Schrott. Aber ich sollte mir eh einen riesen Vorsprung eigentlich rausarbeiten. Weil der so geil ist. Auch der lenkt sich so geil. Der sieht geil aus. Eigentlich der perfekte Wagen. Nur der Cheetah ist genauso geil. Nein, der Inferno ist im Prinzip auch. Gibt keinen großen Unterschied. Die feiere ich alle. Aber ihn hier definitiv am meisten. Voll schön übers Auto gejumpt. Fast and Furious like. Sehr nice. Ja, und dann wollte ich eigentlich noch die zwei Päckchen hier einsammeln, denn auch das sollte ich jetzt hier tun. Gut, dass wir die Feuerwehrmission hier schon gemacht haben, weil die kannst du nicht mehr erledigen. In vier Parts, denn dann zerschießen dir die Karre sofort, instant. Ohne jegliche Chance auf Überleben. Wirklich. Ich werde euch das einmal zeigen, ich werde einmal hier zurückkommen, damit ihr mal seht, wie, was für eine massive Auswirkung das hat, wenn man hier zurückkommt. Ja, mit dem Wagen hast du absolut kein Problem, kein Mensch kommt in die Nähe. Da dieses Rennen würdest du nicht überleben. Wenn du hier hochfährst, Alter. Ich meine, wir wissen, die Mafia will uns loswerden. Nur bisher weiß das nur der gute Don. Salvatore Leone und nicht alle Mafiosis. Zu unserem Glück. Dummerweise werden das bald ein paar mehr Leute erfahren. Und dann. Da ist die U-Bahn. Doch so weit zurück. Okay. Doch etwas weiter weg, als ich in Erinnerung hatte. Wie geil ich mit dem Wagen hier durch die City fahre. Okay, jetzt werde ich zerschossen. Aber hier ist das Ziel, also geht mir nicht auf den Piss. So, ich krieg wieder 10.000. Ich habe es noch schnell erledigt. Das Zeichen ist aber immer noch da. Das heißt, es ist eigentlich absolut unnötig, dass man es zeigt. Aber naja, gut. So, jetzt gehen wir nochmal zur U-Bahn. Wo war sie? Da. Da oben war sie. Geht mir mal aus dem Weg. Kann ich eigentlich direkt sogar zurückfahren. So, das zeige ich euch jetzt mal. Hier ist nämlich die U-Bahn. Und damit kann man recht easy nach Staten Island fahren. Hier ist aber irgendwo ein Päckchen. Und da ist es auch schon, das 33. So, und hier fährt sie gerade weg, die U-Bahn. Die kann man eigentlich nehmen und dann, ja, ist man ganz schnell in Staten Island. So, da wurde ich jetzt nochmal kurz unterbrochen, aber jetzt läuft. Jetzt habe ich das Päckchen, was ich hier haben wollte. Nachdem die U-Bahn weg ist, muss ich eh nicht nach Staten Island zurück. Staten Island, ja, ja. Viel wichtiger wäre, wenn ich jetzt hier alles Restliche abschließen könnte. Warum kann ich die letzte Mr. Chonk-Mission nicht machen? Das würde mich mal interessieren. So, der Banshee ist jetzt schon so kaputt, dass ich jetzt mal Folgendes machen werde. Nachdem ich ja sowieso hier nicht mehr zurückkommen werde, machen wir das jetzt ganz einfach. Wir bringen den Wagen zum Brennen. Ich hole mir hier Munition. Und hole mir den noch funktionierenden blauen Banshee einfach. So, weil die Garage werden wir uns wahrscheinlich eher nicht mehr benutzen. So, was wollte ich jetzt hier noch machen? Ich brauche ja noch auch noch ein Päckchen, was mir ja ums Verrecken auch nicht anzeigt. Und die letzte
Mr. Chunks Mission, die sie mir auch nicht anzeigt. Das ist alles ziemlich behinderte Scheiße. Oh Gott, geht mir nicht auf Piss. Die scheiß Wichser, ey. Oh, was ist denn hier? Ist es hier vielleicht? Ne, hier ist ja dieses blöd, mit dieser blöden Rampe. Hier muss aber eigentlich ein Päckchen sein. Warum ist es nicht? Hier muss ein Päckchen sein. Ich meine, früher oder später, ich meine, ich habe es mir markiert, also ich habe es nicht markiert. Und die Rampages muss ich auch machen und die sollte ich auch machen, bevor mich hier alle hassen. Fuck, Mann, wir haben hier echt riesige Probleme, könnt ihr euch das vorstellen? Am meisten ärgert mich, dass Mr. Chunk nicht rangeht. Kein Interesse daran hat, mit mir zu telefonieren. Das ist der Hauptsache, El Burro meldet sich zum zweiten Mal. Wo habe ich letztens was klingeln gehört? Doch, jetzt endlich. Ja, okay. Mr. Chunks letzte Mission. Ihr Liebhaber. Damn, I'm in trouble. Turns out my wife was seeing some guy I owe money to. He's got real angry and he's looking for payback. I've agreed to see him. He thinks I'm gonna pay him off. But my guess is Liberty's dogs are gonna get yet another flavor this month. Jawohl, die letzte Mission von Mr. Chunk. Und ja, könnt ihr euch das vorstellen? Der letzte Auftrag, den wir haben, jetzt auch noch den Liebhaber von Mr. Chunks Frau killen. Also quasi, wir haben sie nicht nur gekillt, weil sie hier ihn betrogen hat wegen Versicherungen und Geld. Nein, sie hat ihn auch noch mit einem Kerl betrogen. Also die Frau, so gesehen, hat es dann auch noch richtig verdient zu sterben. Und jetzt sollen wir einfach noch ihren Liebhaber umbringen. Die Ironie ist aber, dass wir dem Liebhaber Geld schulden. Obwohl sonst immer uns jemand Geld schuldet. Und ja, wir haben ihm, er hat ihn wahrscheinlich jetzt angerufen und gesagt, ja, hier, ich hab dein Geld, kriegst es. Alles doch gar kein Thema, oder? Ja, und dann holen wir ihn ab und was wird wohl passieren? Wir verarbeiten ihn zu Hundefutter. Der scheint allerdings ziemlich sauer zu sein. Vielleicht reicht das dem nicht, dass wir ihm einfach nur sagen, der Mafiose hat schon auf uns geschossen. Ach, und der will mich jetzt auch noch umbringen. Na geil. Vielleicht reicht das dem nicht. Mal sehen, wie das ausgehen wird. Ich weiß es. Das ist krass. Hallo. Nanu, wer steht denn da? Das ist Mr. Chunk. Carl, hi. I need more time to get your money. But if you just step into my office, it's far too late for that, Marty. You had your chance, but now I'm taking over the business. Asshole! Oh! Yo! Und das war's mit Mr. Chunks. Mal eben noch sein Kleingeld eingesackt. Ja, da liegt er. Und dahin geht er. Da geht er hin, der Karl. Na, wer hat denn bitte damit gerechnet? Marty hat immer noch nicht, also Mr. Chunk hat immer noch nicht das Geld aufgetrieben. Und dann kommt er und sagt, ja, jetzt ist die Zeit vorbei. Bam, Shotgun in der Fresse. Und das war's. So schnell kann's gehen. Und jetzt übernimmt der alte Liebhaber, der Karl, auch noch diesen Laden. Kann man sich sowas vorstellen? Das gibt's doch gar nicht, oder? Absolut kranke und krasse Kiste. So, und jetzt machen wir einfach noch so einen kleinen Irrsinn-Stunt. Und im Endeffekt will ich doch einfach nur da rein und mir verdammt nochmal mein letztes Päckchen holen. Nur dummerweise kriege ich es nicht. Ich sollte hier vielleicht... Ja, ich wollte gerade sagen, ich sollte hier nicht einfach so rumlaufen. Weil die Bullen das ja auch einfach nicht juckt, dass sie mich umbringen wollen. Okay, gut. Ich schaue jetzt noch einmal hin, ob da jetzt das Päckchen ist oder nicht.
Ansonsten werde ich das dann irgendwann mal einsammeln, weil irgendwann muss es ja mal auftauchen. Hört auch auf mich zu schießen, ihr Wichser. Es muss hier sein. Hier in dieser Ecke ist das, ich weiß das. Das ist doch beschissen. Okay, auch ein weiteres Mal fahren hat nichts gebracht. Dann könnten wir jetzt eigentlich mit den Rampages beginnen, denn die sollte ich wirklich machen, bevor wir in Staten Island weitermachen. Also, wir fangen jetzt an mit unserer ersten Rampage-Mission, die es natürlich nur in der Uncut-Version gibt. Amoklauf, zerstöre 13 Fahrzeuge in 120 Sekunden und zwar mit dem Raketenwerfer. Da ist Freude angesagt. Der einzige Nachteil ist, dass bei solchen Amokläufen leider auch die Bullen nicht suchen. Das war dumm, weil da war direkt die Frau in der Fresse. Und so ein... Jetzt werde ich auch noch von denen attackiert. Ich glaube, es hackt. Oh Gott, ich kann mich halt vor allem auch leider nicht wehren. Ich kann aber in ein Fahrzeug einsteigen. Das ist meine einzige Möglichkeit, hier lebend rauszukommen. Ich muss jetzt woanders hinfahren, weil ansonsten wird das nichts. Damit ich jetzt hier clever bin, stelle ich das Fahrzeug einfach mal hier ab. Dann mache ich den kaputt. Jetzt bin ich aber gleich kaputt. Das ist also eher ungünstig. So, verpisst euch mal hier aus dem Weg, aus dem Blickwinkel. So, wenn es nur noch ein Fahrzeug... Nur noch... Ach komm. Jetzt hält der da. Oh, was ist das? Ein Bein? Mensch, ein Bein von der Dame gerade eben. So, und einmal hier und dann ist die Mission auch schon geschafft. Der einzige Vorteil ist, wenn der Amoklauf beendet ist, dann interessiert es die Bullen Gott sei Dank nicht mehr. Ansonsten hättest du auch richtige Probleme. Ja, und dann sollte ich jetzt hier ganz schnell verschwinden, denn die Bürger finden das nicht so geil, wenn ich hier einen auf Amoklauf mache. Und deswegen verpisse ich mich jetzt hier. Ich glaube, es gibt 7 Stück hier in Portland, bin mir nicht ganz sicher. Aber die sollten wir wirklich, wirklich, wirklich dringend machen, bevor wir hier zum Ende kommen mit Portland. Ich schließe dann Portland nämlich wirklich ab, nicht nur zu 100%, sondern vor allem auch menschlich gesehen. Nice, erstmal an Ampel hängen bleiben und schon ist man quasi im Arsch. Das ist nicht der richtige Ort, um... Oh, erstmal Energie. Sehr praktisch. So, erstmal geht hier auch nochmal alles in die Luft. So, ich verpisse mich jetzt erstmal nach Hause. Das könnt ihr mir vorstellen. Das könnt ihr mir glauben, meine ich natürlich. Und dann wird erst einmal zünftig gespeichert. So. Puh, ja, also, wir haben in Portland alles. Was uns fehlt, ist ein Päckchen. Wir haben jede Mission. Es fehlt uns nur ein Päckchen. Okay, und natürlich jetzt noch die Amokläufe. Und die sehen wir dann alle hoffentlich in der nächsten Folge von GTA 3.